Hey meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Mein Name ist der Uwe100 und wir machen heute weiter mit Part 57, müsste es sein. Und ich habe mich ja auch schon im letzten Part dazu entschieden, dass wir uns jetzt einen neuen LKW kaufen. Nicht unbedingt, weil ich das will. Ich glaube, ich werde den Kennwort schon ein bisschen vermissen, aber ich will euch nicht die ganze Zeit auch mit dem Kennwort langweilen und euch eventuell nochmal ein paar andere Mods zeigen. Und deshalb habe ich mich auch entschieden für einen MAN F2000. Das ist eine etwas ältere MAN-Reihe und das Ding kostet uns nicht viel Geld. Und bevor wir jetzt aber hier großartig losmachen und starten, nochmal vorab gesagt, in diesem Part wird nicht viel passieren. Ich werde den LKW kaufen, wir werden dann einen neuen Fahrer einstellen. Und danach werden wir, denke ich mal, den MAN erstmal tunen gehen. Also mal gucken, was da überhaupt möglich ist an dem MAN. Und bevor wir aber das noch alles machen, habe ich noch mal ein paar Neuigkeiten. Und zwar habe ich ein paar neuen Mods installiert. Ich muss nur gucken, wo ich die mir aufgeschrieben habe. So, da habe ich sie. Das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, ja, man könnte 6 Mods sagen, wobei der eine, die gehören, naja, die zwei da unten, die gehören eigentlich zusammen. Großartig zeigen tue ich sie nicht. Ich sag euch nur, was ich wieder reingemacht habe. Und zwar, ihr könnt euch vielleicht ganz am Anfang erinnern, hatte ich mal einen Traffic-Mod drin, also der auch so andere AI-Fahrzeuge hinzugefügt hat und so weiter und so fort. Und den habe ich jetzt wieder reingemacht, weil ich mittlerweile die Performance so ein bisschen hinbekommen habe. Zumindest ist sie jetzt besser als vorher. Danke, DXStory. Dankeschön. Dann haben wir einen neuen LKW drin, den kann ich euch eigentlich mal geschwind zeigen. Und zwar ist es wieder ein etwas älterer Truck, der befindet sich bei den Renault-Händlern. Und zwar ist das der Renault AE Magnum. Der wird hier jetzt gleich geladen, hoffentlich. So, da ist er auch schon. Falls ihr des Öfteren mal meine Videos gucken solltet, dann müsstet ihr eigentlich wissen, dass ich nicht so ein riesen Iveco oder Renault-Fan bin. Ich muss aber ehrlich sagen, Leute, dieser AE Magnum hat es mir richtig angetan. Ich find ihn so geil, auch der Innenraum ist noch so richtig retromäßig und wir haben auf jeden Fall noch ein paar Tuning-Möglichkeiten bei denen. Und ich sehe jetzt auch gerade, dass es hier 1, 2, 3, 4 verschiedene Klassen von dem gibt. Einmal haben wir hier den ganz normalen AE Magnum, dann gibt es noch den Renault Integral oder Integral, dann gibt es noch Magnum Legend und den Magnum Legend Matt Edition. Der Matt Edition sagt eigentlich schon der Name, mit matten Lackierungen, und ich glaube, das ist so ziemlich, ja, einzigartig hier in ETS 2. Ich glaube, ich habe bisher noch nie matte Lackierungen gesehen, außer auf dem Peterbilt, glaube ich. Ich glaube, die war matt. Ich habe mich jetzt gerade fast versprochen. So. Renault Magnum. Dann habe ich endlich einen Namensschilder-Mod gefunden. Also hier, ich glaube sogar gefärbte Namensschilder mit LEDs drumrum und weiß was ich. Richtig getestet habe ich den Mod noch nicht. Ich habe den völlig vergessen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich bin mal gespannt, was wir da für Möglichkeiten nachher haben. Weil, wenn die gut aussehen, ich glaube, dann klatschen wir mal ein paar Namensschilder auf unseren F2000. So, dann habe ich mich nochmal erkundigt, und zwar, ich habe schon gemerkt, so langsam fängt das mit den Frachten so richtig mit Schwertransportern an. Und ich habe mir dann gedacht, ey Leute, ich habe nicht viele Mods drin, mit denen wir diese schweren Waren transportieren können. Also ich habe immer gesagt, ich will unbedingt einen 8x4 oder sowas ähnliches haben und habe mal gesucht, ob ich eventuell mal andere Fahrwerke finde für die ganzen LKWs. Habe jetzt zwar ein paar gefunden, viele davon haben mir allerdings nicht gefallen, und zwar zu 90% haben sie mir nicht gefallen. Ich habe dann tatsächlich, also ich habe wirklich geguckt für Mercedes, für Renault, für Iveco, für DAF hatte ich drin. Bei Scania ist er ja schon drin durch den großen Scania Tuning Mod, den ich drin habe. Ich weiß nicht, ich habe keinen gescheiten gefunden, der so richtig, richtig gut aussah und richtig gut gemoddet war. Ich habe dann nur für die beiden Volvos einen 8x4 Mod drinnen. Da müssen wir halt Schwerlastaufträge mit Volvo oder halt mit Scania machen, aber ich glaube, das sind eh so die bevorzugten LKWs. Ich meine, Scania fahre ich übertrieben gerne,
Nur, ich halte mir das Beste halt irgendwie immer so zum Schluss auf. Aber eventuell wird es mal Zeit, sich vielleicht ins Scania zuzulegen. Das könnte man machen, wenn wir diese Garage voll besetzt haben. Weil die nächste Garage einen Haufen Geld kosten wird. Ich glaube wieder 180.000 Euro. Und Volvo fahre ich auch sehr gerne. Ich meine, es sind ja beide schwedische Marken, Scania und Volvo. Das sind auch ziemlich geile LKWs. So, und dann habe ich jetzt zum letzten Mod. Und zwar habe ich mal geguckt, jetzt wo ich ja Schwerlast-LKWs drin habe sozusagen, kannst du ja vielleicht nochmal neue Schwerlast-Anhänger suchen. Und ich habe dann tatsächlich ein paar gefunden und Military Pack und ein Railway Pack. Alter, ist das ein schwieriges Wort. Und ja, ich bin mal gespannt, was da auf mich zukommt. Also wir können jetzt auch militärische Sachen transportieren, wie zum Beispiel Panzer oder irgendwelche Unimox oder was weiß ich, was es nicht alles ist jetzt da gibt, alter Schwede. Es ist schon ein Haufen dabei. Und wie gesagt, Railware, Railway heißt das. Railway, also Lokomotiven. Ja, Lokomotiven gibt es jetzt auch. Und die ganzen Mods, Leute, bevor ihr anfangt zu fragen nach links und hin und her und bla bla bla, ich gucke immer, mittlerweile bin ich nur noch auf dieser einen Seite unterwegs, und zwar die ETS 2.LT Seite. Dort findet ihr die besten Mods, ohne Scheiß. Es gibt auch zu fast jedem Mod gibt es Videos und die werden richtig gut zur Show gebracht und werden gezeigt und was weiß ich was alles. Also wirklich, bevor ihr jetzt nach links fragt, ich habe die Links nicht. Ich speichere die mir nicht extra raus und so. Und bevor ihr jetzt sagt, ey, such mal nach dem Namen von dem Mod und so. Ich habe jetzt mittlerweile, ich glaube, 112 SCS-Dateien in meinem Mod-Ordner und die sind alle aktiv. Ich kann euch wirklich nicht sagen, welche Mods jetzt zu was gehört, weil die auch meistens so komische Namen haben. Und es sind auch ein paar tschechische Mods und russische Mods drin, die kann ich eh nicht lesen, also von dem her. Ich kann euch nur im Groben sagen, was die jetzt verändern und hin und her, aber mehr geht auch nicht. So, jetzt habe ich schon wieder 7 Minuten lang gebabbelt, ohne irgendwas zu machen. Das erste, was wir jetzt machen werden, ist einen Kredit aufnehmen. Und zwar habe ich es im Video gesehen, das letzte Mal, wir haben einen Kreditrahmen, also noch einen ungenutzten Kreditrahmen von 160.000 Euro. Das heißt, 160.000 Euro dürfen wir jetzt eigentlich noch aufnehmen. Ich werde das aber so machen. Also ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich 100.000 Euro aufnehmen will. Dadurch, dass der MAN F2000 jetzt allerdings nicht so teuer ist, bleibe ich erstmal bei 50.000. Wobei, da haben wir nur knapp 70.000 Euro, ne? So, machen wir 60.000 Euro. Ich hoffe, dass es reicht, weil ich glaube, wenn ich mich richtig erinnern kann, beim MAN F2000 konnten wir eh nicht so viel tunen. Also lassen wir es erstmal dabei. So, und wir gehen jetzt zum MAN-Händler und holen uns die nette Maschine. Oh, jetzt kriege ich Schluck auf, oder was? Ich bin heute eh voll komisch drauf mit dem Kommentieren. Ich habe jetzt schon wieder Sprachfehler gehabt. Ey, da kann ich mich echt aufregen. Aber das liegt wohl daran, dass es wieder relativ spät am Abend ist jetzt. Beziehungsweise in der Nacht. Wie viel Uhr haben wir denn? Ja, 1.14 Uhr. So. Was wollte ich sagen? Ach so, ja. Übrigens hier den Euro 6 MAN habe ich wieder rausgemacht. Warum? Ganz einfach. Er war nicht richtig Euro 6. Das Ding hatte einfach nur ein Facelift mit einem anderen Kühlergrill und das war's. Hab ich gedacht, irgendwie ist das langweilig und total bescheuert, machst du wieder raus, frisst nur unnötig Ressourcen meinem Laden und so weiter. War hier nur eine Datei, aber ist auch egal. So, 54.916 kostet das Ding. Wir haben knapp 80.000 Euro. Mal gucken, ob das reicht, weil ich ja wahrscheinlich wieder Motor ändern werde und so weiter, wenn das dann möglich ist. Ich muss sagen, ich bin auch kein riesen MAN-Fan. Liegt jetzt nicht an der Fahrweise von den Dingern, sondern es mehr an optischen. Mir gefallen die TGAs einfach irgendwie nicht. Die TGX. Das sind noch TGX. Moment. TGX, TGX, ja, sind alles TGX. Ich mag eher die TGA und die F2000-Reihe. Und, ich weiß nicht, die sehen so langweilig aus, finde ich. Ohne Scheiß. Das ist, weiß ich nicht. Ich meine, Geschmackssache, ne? Geschmäcker sind verschieden und so, aber den MAN F2000 gefällt mir dann doch wieder sehr, sehr gut, weil ich meine, ich stehe auf klassische alte Fahrzeuge und das hier ist definitiv ein geiles Teil. Irgendwie, finde ich schon. So, auch sehr schön detailreich. Wie zum Beispiel hier dieser Wasserkanister. Wenn es ein Wasserkanister ist. Was ich hoffe, weil ich keine Ahnung habe.
hier extra so eine Reserve. Ich glaube, das soll Schmiermittel sein für die Sattelplatte. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Falls ihr euch damit besser auskennt, dann sagt es mir einfach. Ich glaube schon, dass das... Aber das macht wenig Sinn, ein Wasserkanister so rum anzubringen, weil das Wasser ja nach unten läuft und nicht nach oben. Naja, vielleicht ist das auch nur... Weiß nicht, vielleicht haben sie damals mit AdBlue experimentiert. Das ist ein ganz schön kleiner AdBlue-Tank. Aber ist ja auch scheißegal jetzt. So, ich bin jetzt schon bei... Oh, Alter, 10,5 Minuten. So, Führerhaus, Fahrwerk können wir nichts machen. Motor ist jetzt mittlerweile ein 320 PS Motor drinnen. Also ich tendiere dann eher 540 PS. Dann hätte er fast so viel wie unser Kenworth. Finde ich aber fast zu übertrieben, schon bei so einem kleinen LKW, wobei das andersrum her wieder auch ziemlich geil ist. Ja, kostet halt nur einen Haufen Geld. Ich meine, wenn ich jetzt diesen Motor einbaue, dann habe ich schon nicht mehr genug Geld. Aber ich könnte ja mal gucken, was die Ausführung so kostet. 81.000, alter Schwede. Okay, ich sehe schon, komm, ich muss wieder Geld aufnehmen. Oh, jetzt nehme ich wieder so viele kleine Kredite auf, dass ich einen Haufen Kreditzinsen zurückzahlen muss. Alter, 23%, 20% auf die 50.000, alter Schwede. Ach du Scheiße, ey. Hätte ich mir vielleicht vorher überlegen sollen. Egal. Wir werden ja hoffentlich irgendwann mal jetzt so langsam mal in die Puschen kommen und richtig fett Geld verdienen. Weil wir dann wieder einen neuen Fahrer einstellen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Kohle und wir bauen eine 540 PS Motor rein. Komm, lass uns nicht geizen. Power brauchen wir immer. Retarder natürlich, also Getriebe mit Retarder. Ich glaube, am Innenraum können wir nichts machen, so wie es aussieht. Aber mir gefällt da. Ich finde das so cool. Oh ja, richtig mit Handschaltung, so wie es sein soll. Ein Navi haben wir drinnen. Das schöne alte TGA-Lenkrad, das ich so kenne. Hier mit CB-Funk. Alter, ich finde den richtig schnieke von innen. So werden wir ihn kaufen für knapp 90.000 Euro. Lackieren und aufrüsten werden wir ihn dann in Stuttgart, sobald wir ihn fahren. So, danke für Ihren Kauf. Wir werden Ihren neuen LKW umgehen zu Ihrer Garage in Stuttgart überführen. Super. Dankeschön. So, das heißt, wir sind jetzt wieder in Stuttgart, beziehungsweise noch sind wir nicht in Stuttgart, glaube ich, weil wir haben hier noch nicht den LKW getauscht. Das werden wir jetzt machen in unserem Firmenmanager, LKW-Manager, MAN-F2000 einsteigen, ja. So, jetzt sitzen wir in unserem neuen MAN, der noch etwas langweilig aussieht, aber wir müssen uns jetzt erstmal um Besatzung für den Kenworth kümmern, weil... den gerade niemand fährt. So, Arbeitsagentur. Fahrer einstellen. So, ich weiß jetzt nicht, das verwirrt mich jetzt nämlich gerade hier ein bisschen. Und zwar, ich sehe jetzt hier zwar auf der Karte, wo ich schon alles Arbeitsagenturen entdeckt habe, aber was bringt mir das? Bekomme ich, desto mehr Arbeitsagenturen ich freigeschalten habe, desto mehr Fahrer habe ich dann zur Auswahl, oder wie ist das jetzt hier? Ich habe nämlich keine Ahnung. So, wir suchen uns natürlich wieder einen Fahrer mit einem höchsten Wert. Wie wäre es denn, wenn wir mal eine Frau einstellen? Ups. 66 Euro. Mit ihrer Fernfahrttour verdient sie am Anfang auch relativ viel Geld. Die anderen haben noch keinen einzigen Punkt auf Fernfahrten. Ja, ich entscheide mich für Wilma F. Wilma, komm zu mir und fahr für mich. So, Fahrerin einstellen. Sie wird den Kenworth fahren. Oh, eine Frau mit Kenworth. Also ich halte nichts großartig von diesen Vorurteilen von wegen Frau am Steuer und hin und her. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es doch Frauen gibt, die verdammt gut fahren können und auch sehr gut einparken können. Es gibt da natürlich hin und wieder mal Ausnahmen. So, wir sitzen ganz schön weit links vom Lenkrad, habe ich das Gefühl. So, jetzt muss alles erstmal wieder laden, das ist klar. Die Kameraposition werde ich aber ändern, nachdem wir in der Werkstatt waren, weil ich glaube, wenn wir aus der Werkstatt rauskommen, wird sowieso wieder alles resettet.
Ich bin mir da zwar nicht zu 100% sicher, aber machen wir es einfach so. Bevor ich das jetzt doch zweimal mache. Alter, ich bin ein Kennwort gewohnt, gell? Dieser Motor ist gerade total leise. So. Ach, unser Display ist jetzt da unten. Cool. Cool gemacht. Das ist übrigens das Display vom Mercedes Actros. Aber ist auch scheißegal. So, ach, übrigens. Bevor wir jetzt hier losfahren. Meine Fresse. In diesem Part gibt es wieder so viel zu zeigen. Ich mache da wieder einen größeren bzw. längeren Part raus. Wir haben ja unsere Garage hier aufgerüstet und wir haben sie uns noch gar nicht richtig angeguckt. Wir haben jetzt unsere eigene Tankstelle. Natürlich kostet der Sprit immer noch was, weil wenn wir jetzt hier kostenlos tanken und nicht mehr bezahlen, dann können wir ja auch irgendwann mal gleich pleite gehen, ne? So, weil irgendwann mal ist der Vorratstank leer und da müssen wir eh Sprit kaufen. So, das ist jetzt unsere fette Firma, die jetzt doch recht groß geworden ist, ne? Mit eigener Tankstelle, wie gesagt, und richtig, richtig cool. Vielleicht können wir ja mal reingehen und gucken, was hier so abgeht. Nichts. Okay. Vielleicht können wir ja einfach mal reingehen und gucken, was hier so abgeht. Nicht allzu viel. Es stehen keine LKWs da. Die sind wahrscheinlich alle unterwegs. Nein, Spaß beiseite. Man sieht sie leider nicht. Vielleicht wird das noch gepatcht. Ich habe keine Ahnung. Aber darauf vertraue ich eher nicht. Große Motorölsammlung irgendwie hier. Wenn das Motoröl ist und nicht irgendwie Waschmittel oder was weiß ich. Also Waschmittel jetzt nicht für Klamotten, sondern das, ne, das Waschzeugs, was halt zum Beispiel auch in der Waschstraße rauskommt, wenn ihr euer Auto waschen lässt oder so. Oder lasst, nicht lässt. So, ich wieder mit meinem Deutsch halte. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier rauskommen gemütlich. Ich habe gar nicht geguckt, wie viele Gänge wir haben. Aber ich kann einfach mal spontan. 12 haben wir auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall schon mal was. So, das sind relativ kleine Spiegel. Und der Motor ist so leise, ey. Wirklich. Ich höre den fast gar nicht. Und auch vom Fahren her ist das Ding was ganz, ganz anderes. Ich habe nicht mehr diesen übertrieben langen Radstand, mit dem wir einen sowas von übertriebenen Wendekreis haben. Der MAN hier, der ist richtig klein und gewendig. Das bin ich überhaupt nicht mehr gewohnt. Ich muss mich hier erstmal an den MAN ein bisschen gewöhnen. Und vor allem auch an das Getriebe, ey. So viele Gänge. Mit dem Kennwort T800 hatten wir ja nur 10 Gänge. So. So, dann sitzen wir jetzt hier und schauen wir mal, was wir so alles machen können aus unserem MAN F2000. So, wir haben ein ZFAS-Tonic-Getriebe. Gut, ich glaube mal, dass es ein 12-Gang-Getriebe ist. So, Innenraum haben wir geguckt. Lackierung machen wir nicht hier, machen wir drüben. Wow. Wow, wir haben ja so viel Tuning-Möglichkeiten. Das ist echt awesome. Das ist total brutal. Spiegel kann ich nichts machen. Felgen kann ich ändern und Reifen wahrscheinlich auch. Ja, oh Gott, ja, verfügbar. Erst ab Level 13, 15, 19, 23, 27. Alter Schwede. So, Dark Silver. Gucken wir mal nach coolen Felgen eventuell. So, die sind jetzt verbaut. Ich fand die Dark Silver Felgen nicht schlecht. Ich glaube, für die werde ich mich entscheiden. Und hinten. Gibt es die Dark Silver Felgen nicht? Ach, Moment, es geht noch weiter hoch. Alter, solche Chromfelgen wären natürlich auch geil, ne? Aber ich habe gesehen, für vorne haben wir keine gescheiten Chromfelgen. Das ist dann natürlich ein bisschen bescheuert. Macht
das war's. Haben wir für vorne Chromfelgen? Ach, hier geht's ja auch noch hoch. Ach, meine Fresse, sagt das doch gleich. Alcoa. Die hier habe ich jetzt auch neu reingemacht. Ist auch ein neues Pack. Ist, glaube ich, erst vor kurzem rausgekommen, dieser Mod. Neuer Wheel Pack, Alcoa Wheel Pack. Volvo Scania Mercedes-Benz MAN. Ist da ein MAN jetzt Zeichen drin oder was oder wie? Keine Ahnung. Mercedes NG. Wir könnten auch vielleicht rote Felgen drauf machen und unseren LKW dann noch rot lackieren. Aber ich wäre ja schon fast für die Alcola-Felgen, weil die mir echt gut gefallen. MAN. So, jetzt noch Felgen und dann sind wir mit dem Tuning auch schon fertig. Mein lieber Herr, das geht schnell. Magnum Interregal, Continental. Alter, was ist hier los? Ach, vom Peterbilt. Ja, ja. Trailmaster. Das hier sind Alcola. Also von dem Pack meine ich jetzt natürlich. Die scheinen mir aber etwas groß zu sein. Von falsche Größe. Legend, Goodyear, Runner. Alter Schwede. 385er, die sind für vorne etwas zu breit, wenn ihr mich fragt. Moment mal. 385, 315. 315, 80. Dann hätten wir noch 295, die sind natürlich etwas schmaler. Aber, ich wäre für die 315er. Und zwar die Michelin-Reifen. Ich find das Profil voll cool von den Reifen. Vielleicht finden wir jetzt für hinten noch dieselben Reifen, das wäre natürlich perfekt. 315 Michelin. Aber hinten brauchen wir natürlich Zwillingsbereifen und die ist ja automatisch auch mit drauf. Super. Geil. Ah ja, dann passt das ja optisch mal ganz gut. So, im Innenraum können wir nichts machen. Leider können wir auch keine Namensschilder drauf machen, also gar nicht diesen Mod jetzt doch nicht testen mit euch. Aber ist, glaube ich, nicht so schlimm. Oh, wir bekommen 4000 Euro zurückerstattet. Weil wir jetzt andere Reifen drauf haben. Und keine Ahnung, fragt mich nicht, weshalb die billiger sind. Ist halt so. So, zum Lackierer. Dort werden wir jetzt hoffentlich noch ein bisschen Geld raushauen können. Oh, es gibt auch hier nicht viel. Es gibt so gut wie gar nichts, außer die Standardfarben. Das Rot gefällt mir. Das Gelb ist eher scheiße. V8 Black. Benutzer definiert oder eine Metallic-Lackierung wäre vielleicht nicht schlecht. Muss jetzt halt nur eben gucken. Ich wollte vielleicht ein Rot. Ich fand nämlich Rot ziemlich cool jetzt gerade auf dem. Etwas, das nicht ganz so arg auffällt. Oder vielleicht können wir da eine andere Farbe mit reinmischen. Vielleicht nicht so ein helles Gelb, mehr so ein rötliches vielleicht. Das sieht doch geil aus, oder? Ich finde das irgendwie cool. Wobei ich ja nicht so ein Fan bin von so modernen Farben zu so alten Fahrzeugen. Aber irgendwie finde ich das cool. Wenn wir das nur etwas... Dann fällt es nicht so arg auf. Ich finde das cool, ich verbaue das jetzt, ist mir egal. So, bestellen, wir haben auch immer einen Chromfelgen drauf. So, jetzt ist unser MAN F2000 mehr so 2001. Und ja... Wir haben jetzt natürlich ganz spät am Abend, jetzt sehen wir nicht ganz so viel von der Metallic-Lackierung, weil die schimmert ja mehr in der Sonne. Aber ja, wir sind jetzt auch schon bei gut 25 Minuten, Leute. Das heißt, ich werde, bevor wir jetzt hier großartig uns eine neue Tour raussuchen, werde ich einen Cut machen. Dann geht's aber direkt weiter und der nächste Part wird dann für heute auch leider schon gleichzeitig der letzte Part sein. Denn, wie gesagt, es ist wirklich spät. Wir haben jetzt... 1.31 Uhr, also halb zwei am Morgen. Und ja, ich will morgen natürlich noch etwas schlafen können. Also Leute, bis gleich zum nächsten Part und ja,
Vielen Dank fürs Zusehen und lasst ein bisschen Feedback da. Ich würde mich mega freuen. Euer Uwe. Bis dann. Ciao.